Leif Matbirger, aus diesen schwierigen Zeiten ist es mir wichtig, ein paar Gedanken mit dir zu teilen. Du weißt alle gut, dass an den letzten Tagen 12 von den Infektionen um Coronavirus massiv an die Luft gegangen ist. Sowohl in Europa wie auch in der ganzen Welt. Lützeburg ist nicht verschont geblieben von dieser zweiten großen Welle. Was mir besonders sagen möchte, ist nur, dass es an den Spitälern Fälle gab, wo Personal sich infiziert hat. Dabei kommt die Information, dass es doch nicht mehr Infektionen an Alters- und Pflegeheimen gibt. Durch die neue stark hohen und neue Infektionen ist die Situation am Gesundheitssektor angespannt. Personal an den Spitälern leisten eng außergewöhnliche Arbeit. Sie setzen alles darum, für eine optimale Prise en Charge zu garantieren. Das aber auch an alle Einzelnen von uns, den hier zu Lützeburg wohnt, lebt oder schafft, mitzuhelfen, für die Verbreitung vom Virus nicht zu limitieren. Wir alle drohen Verantwortung vis-à-vis von unseren Mitmenschen, aber besonders vis-à-vis von den vulnerablen und älteren Personen. Das ist eine Frage von Solidarität und Respekt, dass wir uns und die Regeln halten. Dass sie mir als Mitmenschen schuldig, aber auch und der Firmieren, Doktoren, Aidsoignanten an all Personal an den Spitälern. Die Restriktionen, die den Alltag an als Freiheiten einschränken, sind exzeptionelle Mesuren und keine einfachen Decisionen. Aber sie sind den Moment notwendig und adaptiert an der Lüte gegen die Pandemie. Dafür gilt auch weiterhin, die sozialen Kontakte zu limitieren, also sich auf das zu konzentrieren, was wirklich muss sein. Es sind am Anfang Kleingesten, die Großes können bewirken. Ich zähle fest auf die Solidarität von euch alle Guten, für das wir das zweite Fall so gut wie möglich überstehen. Das Lo, wo es zählt, annehmen zusammen können wir das packen.